Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir sind hier auf dem Trackstore-Stand auf der IFA 2017 in Berlin. Und wir haben hier etwas sehr Überraschendes gefunden, und zwar das Windows Phone von Trackstore. Damit ist das Wiley Fox Smartphone nicht das einzige Windows Phone, welches hier auf der IFA vorgezeigt wird, sondern auch das Trackstore WinPhone 5.0. So heißt es zumindest laut den Einstellungen. Bislang war das Gerät ja eher ein Gerücht. Bislang hat man nicht wirklich gewusst, was das überhaupt sein soll, wann es kommt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt alles dazu und wir haben es natürlich auch in der Hand, was ziemlich cool ist. Jedenfalls, einmal zu den Spezifikationen. Wir haben hier ein 5 Zoll HD-Display. Wir haben Windows 10 Creators Update läuft drauf, auch keine aktuelle Build. Snapdragon 617 Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher, Windows 10 Mobile als Betriebssystem und es unterstützt auch Continuum, hat allerdings keinen USB-Typ-C Anschluss, sondern hier an der Unterseite einen Micro-USB-Port. So, jetzt vom Gerät her ähnelt es eigentlich den bisherigen Geräten, den Referenzmodellen, die wir schon gesehen haben von anderen Herstellern. Aber ich muss sagen, ich habe es jetzt auch zum ersten Mal in der Hand, das Trackstore Smartphone, das Trackstore WinPhone 5.0. Und ich muss sagen, es fühlt sich wirklich hochwertig an. Natürlich, an der Front haben wir ein 5 Zoll Display, Glas natürlich, hier einen ziemlich breiten Rahmen an der Unterseite, aber sonst relativ kompaktes und vor allem leichtes Smartphone. An der Rückseite ebenfalls Glas, natürlich mit einer Menge Fingerabdrücke, weil das ja eben hier auch auf der Messe von tausenden Menschen angefasst wird. Und an der Seite haben wir einen sehr, sehr hochwertigen Aluminiumrahmen. Also das ist wirklich ein sehr schönes Smartphone, wirklich schönes Windows Phone. Bislang ist sehr wenig zu dem Gerät bekannt. Es gibt hier auch kein Specsheet. Das Gerät steht hier eigentlich eher zufällig am Stand und wird auch nicht wirklich bemerkt. Es gibt auch keinen Mitarbeiter, der uns das erklären konnte oder irgendwas. Nur es ist einfach hier ausgestellt und die Partner können sich das Gerät dann ansehen. Vor allem für Unternehmen ist das hier gedacht. Hier sieht man auch, ich zeige mal den ganzen Stand her. Hier ist auch das Trackstore Smart Agent, also die Smartwatch von Trackstore. Hier sind vor allem jene Geräte von Trackstore, die eben an Unternehmen vermarktet werden sollen. Und darunter befindet sich eben auch ein Windows Phone. Vom ersten Eindruck her ist es wirklich ein wirklich sehr positiver erster Eindruck. Natürlich ist das nicht Hardware aus dem Jahr 2017, denn Snapdragon 617 Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher, Micro-USB-Port vor allem. Das ist natürlich nicht ganz aktuelle Hardware, aber verarbeitungstechnisch von dem, wie es aussieht, einfach ein schönes, kompaktes Smartphone. Vor allem, wenn man ein Windows Phone will, auch durchaus interessant. Ich versuche jetzt mal die Kamera zu starten und die schauen wir uns einfach mal an. Ist natürlich auch kein wirklicher Test hier. Und ich möchte auch dazu sagen, dass das hier alles Prototyp-Hardware ist. Das heißt, es muss nicht heißen, dass hier alles perfekt läuft. Ja, das mit dem Fokus ist noch ein bisschen schwer. Vor allem wird das, je nachdem wohin ich fokussiere, entweder zu hell oder zu dunkel. So, und wir haben jetzt das erste Foto mit diesem Smartphone aufgenommen, denn es wurde bislang noch kein einziges Foto drauf gespeichert. Qualität ist, ja, nicht so gut, okay. Schärfe ist ziemlich schwach, Farben ja auch fast nicht vorhanden, wenn man sich das so in Real Life ansieht, wie das aussieht. Aber ja, ganz grundsätzlich wird es wahrscheinlich so eine 8 Megapixel Standardkamera sein, die es in praktisch jedem Referenzmodell zu sehen gibt. Es hängt natürlich davon ab, wie viel der Hersteller mit der Software macht. Es scheint aber so, als würde da bislang noch ziemlich viel Arbeit gemacht werden müssen. Aber grundsätzlich positiver erster Eindruck, einfach von der Verarbeitung, vom Gewicht her ein schönes, hochwertiges Smartphone. Mehr kann ich bislang auch leider nicht dazu sagen, einfach weil uns sämtliche Details fehlen. Das ist ein erstes Hands-on vom Trackstore WinPhone 5.0. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.